In meinem Shop werden gerade aktuell diese Survival-Sägen ganz häufig gekauft. Und ich habe mir gedacht, warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis jetzt noch immer nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass die meisten Leute nicht wissen, wie das funktioniert und wenn sie es dann wirklich einsetzen, richtig angefressen sind. Und wenn dir das nicht passieren soll, wenn du wissen willst, wie man eine Survival-Säge wirklich einsetzt, dann würde ich sagen, bleib einfach dran. Hallo und willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Survival-Sägen werden aktuell bei mir recht häufig gekauft und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video für all meine Kunden, das ich dann auch im Shop verlinke, damit du ganz einfach weißt, wie das wirklich funktioniert und was es nicht kann. Denn ich bin mir sicher, dir geht's, wenn du das nicht weißt, so wie mir, als ich das erste Mal vor Jahren so eine Survival-Säge gekauft habe und mir gedacht habe, ja, ich habe eine Säge und ich habe gesägt und scheiße, hat nicht funktioniert, ich zeige es dann nachher gleich. Und in vielen Survival-Kits, die ja jetzt den Markt momentan überströmen, und für mich ist das auch okay, mir ist das eh egal, ja, aber da ist überall, stört mich nicht, nur es ist so, da sind diese Sägen drinnen, ja, und ich wette, dass 99,4% oder 5% der Leute nicht wissen, wie man sie richtig einsetzt und unzufrieden sein werden, zeige ich dann nachher gleich. Wo kommt die Säge eigentlich her? Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, der Lofty Wiseman war es auf jeden Fall nicht von SAS, ja, vom Secret Air Service, weiß ich nicht, ob das so heißt, also von der britischen Armee. Und der hat vor 30 Jahren im Fernsehen einen Survival-Kit vorgestellt von diesen Soldaten. Und das sind, möchte ich nochmal dazu sagen, Soldaten. Das ist ein Unterschied, ob ein Soldat in eine Survival-Situation kommt oder ein Nicht-Soldat. Warum? Die sind jetzt zum Beispiel hinter den feindlichen Linien und werden dort ein Ding und so irgendwas, was weiß ich, ja. Und da hat er gesagt, er hat das in seinem Survival-Kit aus drei Gründen. Nummer 1 zum Sägen. Nummer 2 zum jemanden erwürgen, erdrosseln. Das soll angeblich sehr schnell und effektiv gehen. Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so mein Geschäft. Ja? Und ist eine Knochensäge. Zum Amputieren. Leck mich am Arsch. Amputieren. Boah, okay. Ja, so. Und ich gehe davon aus, dass du die zwei weiteren Einsatzgebiete du wahrscheinlich nicht brauchst. Ich brauche sie auch nicht. Ja? Wir werden sie zum Holzsägen verwenden. Und da ist, so wie es oft gemacht wird, ist ganz einfach nicht sinnvoll, weil sie wird kaputt dadurch, wenn du das nicht richtig tust. Und das mag ich jetzt in dem Video herzeigen, ich habe eh schon viel erzählt, ja. Gehen wir es an. Tja, ich nehme da jetzt meine Säge und jetzt machen wir das, so wie wir das immer sehen, auch in den Werbefilmen der Hersteller. Da sägt man und sagt, hey, cool. Und dann sägt er rein ein Stück und das geht er dann ganz gut und sagt er, ja, ist eine coole Säge. Und dann hört er auf, weil es geht nimmer mehr. Die ist jetzt da eingespannt, wenn du glaubst, ich fake. Nein, die ist einfach, das ist aus. Das kannst du vergessen. Kriegt man fast nimmer weiter. Was man tun kann, ist, dass man so sägt. Dann geht es wieder ein bisschen besser. Die Haltung ist cool, ja. Man kann da jetzt auch hergehen. Nein, natürlich, ja. Ich will es fachmännisch machen. Oder fachfreulich, ich weiß nicht. Ja. Oder richtig einfach, ich weiß, mir fehlt kein anderes Wort ein. Man kann da jetzt Hölzer, die könnten auch ein bisschen schöner sein und nicht so hingewurschtelte, die ich da jetzt ganz einfach nehme, hernehmen, damit man es besser halten kann. Aber dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo der Scheiß nicht mehr geht. Einfach Kacke, ja, einfach Kacke. Und wenn man dann zu stark anzieht, reißen dann diese Teile hier aus und es ist kaputt. Also so funktioniert es leider nicht. Dabei wäre die Verwendung relativ einfach. Du nimmst dir einen gebogenen Stock, entweder machst du dir hier eine Nut rein, in die du das einsetzen kannst, hier dieses Ringel, so, Kamera scharf schalten, ja genau, super, das wäre eine Variante. Oder du hast eine Gabel, ne? Dass da vorne gleich eine Gabel ist, dann kannst du es auch in die Gabel einhängen und hier hinten. Jetzt kannst du entweder auch da eine Nut machen und es schön auf Spannung bringen oder du machst das mit dem Finger. Da mag ich dir aber nicht den Finger empfehlen, weil der wird irgendwann ein bisschen so sagen, hör auf, mach das nicht. Nimm einen kleinen Stock da rein und halt das so fest und selbst das ist anstrengend. Also wenn du die Möglichkeit hast, auch diesen Teil, den unteren Teil anzumachen, ist das cool und dann geht die Sache schon besser. Ich meine, es ist noch immer eine unlustige Arbeit. Aber es zwickt jetzt nicht mehr. Außerdem kann ich von oben arbeiten. Ja? Ich kann jetzt einmal von oben arbeiten und danach noch einmal von unten. Und ja,
macht die Sache einfacher. Ich meine, effektiv ist anders. Aber zur Not geht's. Ja, du weißt jetzt, wie man es einsetzt und es muss klar sein, das ist ein Notfalltool und ist besser als nichts, das möchte ich gleich dazu sagen, besser als nichts, wenn du weißt wie, aber es ist nicht sehr effektiv. Wenn du wirklich glaubst, eine Säge zu brauchen in einer Survival-Situation oder in Long-Term-Survival oder was auch immer, check dir sowas. Check dir am besten, wenn du mich fragst, eine Bakolablander. Ist jetzt geschäftsschädigend, weil die Säge gibt es bei mir im Shop, das hier nicht, die beliefern mich leider nicht, ich würde die so gern verkaufen, weil ich die so super finde, das ist meine Lieblingssäge. Lässt sie nachschärfen, ist ultra robust, macht alles mit, ich mag das Teil ganz einfach und dann würde ich auf so etwas setzen. Übrigens das Starschall, das habe ich als Geschenk bekommen vom Bernie, der mir das gemacht hat. Link zu ihm findest du auch unten, der macht das von Hand. Ich liebe das Teil, ich habe es schon sehr lange, schaut schon ein bisschen aus, ich habe es schon ein bisschen hergenommen und ist noch immer im Top-Zustand. Also wie gesagt, check dir eine richtige Säge, wenn du glaubst, dass du eine Säge brauchst. Und das ist besser als nichts. Aber ja, ist ganz einfach so. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Ich mag dich auch um einen Kommentar bitten, wie du diese Teile hier einsetzt, ob du da eine Idee hast. Das wäre sehr, sehr cool. Link zu den Produkten findest du unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Daumen nach oben oder nach unten, wie du willst. Ich sage danke fürs Dabeisein. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.